wir nehmen Lindenholz, das ist eigentlich schon so ein ganz tolles, gleichmäßiges Holz. Das hat jetzt keine tolle Maserung, es wird eh bemalt, aber es ist ein sehr gleichmäßiges Holz. Und es muss halt astfrei sein und es müssen große, dicke Stämme sein. Sonst muss man sehr viel verleimen und mit kleinen Stämmen kann man da nichts anfangen. Das heißt, eigentlich brauche ich richtig große Durchmesser, sagen wir mal 80 cm, 100 cm, das wird dann schon schwierig. Dieses Vorauswählen oder dieser erste Schritt, der nimmt schon auch Zeit in Anspruch. Und ist halt die Voraussetzung, dass es nachher auch dann langlebige, gute Maske wird. Dann kann ich einen Teil vorfräsen. Das erspart mir nachher viel Zeit bei der eigentlichen Handarbeit, wenn dann schon viel Fleisch, viel Material weg ist. Und dann kommt das eigentliche, die eigentliche Handarbeit, dieses Schnitzen, das dauert ungefähr einen Tag. Und wir versuchen innerhalb der Gruppe, also dass die schon alle eigentlich gleich aussehen und dass man erkennt, wo die Maske dazugehört, dass sie aber einfach individuell ist, dass sie doch irgendwie was Persönliches hat, dass Kleinigkeiten sich von anderen unterscheiden. Im Prinzip, macht nur beide alles. Das heißt, es kommt immer darauf an, der eine kann das besser, der andere kann das besser. Es kommt darauf an, was zu machen ist. Eigentlich sind wir da schon ein Team und machen das auch im Team. Wenn dann so die Hauptsturm- und Drangzeit ist, dann müssen zum Beispiel unsere Kinder mithelfen, Masken grundieren und Vorarbeiten machen. Das wird dann oft schon auch mal hektisch, weil es dann Termin gibt. So Anfang Januar geht es da los, da will jeder seine Maske und so wird es halt dann irgendwie immer dann gerade so termingerecht fertig. Auch bei der Bemalung, es wird jede Maske einzeln angemalt, das ist keine Serienfertigung, dass man alle in einem Rahlton spritzt oder gleich macht, sondern der wird jede, die eine wird ein bisschen heller, die andere wird ein bisschen dunkler und das ist, was letztendlich aufhält oder Zeit kostet, weil das einfach so richtig Handarbeit ist. Es ist oft so, wenn man was auf dem Tisch liegen hat oder dran schafft, dann sieht man es irgendwann nicht mehr bewusst. Man sieht dann nur noch so oberflächlich drauf. Und wenn eine Zeit dazwischen liegt und man sieht es dann wieder, dann ist es auf einmal was Fremdes und wundert sich dann selber, was man da gemacht hat. Und ist erstaunt, aber natürlich ist es was Positives.